geschrieben, auch an Kanzleramtschef Helge Braun und den Referatsleiter Herrn Pung Jakobsen mit der Bitte, das Rechtsgutachten zu Stuttgart 21 entgegenzunehmen und zu beachten. Denn es geht darum, dass Stuttgart 21 ein politisches Projekt ist, das einzig und allein nach Vorgaben aus der Politik agiert und reagiert und fälschlich Ausstiegskosten von 7 Milliarden Euro hier zugrunde legt, die für den Ausstieg aus Stuttgart 21 behauptet werden. So eine Bundestagsdrucksache, die die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen am 16. Februar 2018 an die Öffentlichkeit gegeben hat. 7 Milliarden Euro Ausstiegskosten beruhen nach den Gesprächen, die wir mit den Vertretern der Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm in Stuttgart geführt haben, einzig und allein darauf, dass behauptet wird, wenn aus Stuttgart 21 ausgestiegen wird, dann löst das Schadenersatzansprüche in Höhe von 7 Milliarden Euro aus. Das beruht darauf, dass eine Rechtsverletzung durch den Ausstieg bedingt wäre. Weil das behauptet wurde, haben wir Professor Dr. Urs Kramer von der Universität Passau beauftragt, diese Frage zu untersuchen, was mit der Sprechklausel verbunden ist. Alle von uns wissen, dass wenn der Kostenrahmen von 4,5 Milliarden Euro im Finanzierungsvertrag überschritten wird, dass dann Gespräche aufzunehmen sind. Wenn diese Gespräche scheitern, wird nicht beantwortet, was dann passieren wird. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, wenn Gespräche scheitern, dann ist damit Stuttgart 21 Finanzierungsvertrag ausgelaufen, beendet. Das heißt, die Stunde Null in der Situation von Stuttgart 21 ist erreicht. Es muss ein neuer Vertrag zustande kommen, mit dem die Projektpartner und die Deutsche Bahn entscheiden, in welcher Weise es finanziell und planerisch weitergehen soll. Das ist eine grundlegend neue Situation für die Bahn. Sie bekommt Handlungsspielräume. Sie kann dann sagen, ja gut, wir richten dieses Projekt kostensparend so aus, dass eben Milliarden Euro einzusparen sind. Das ist der Reiz an der Geschichte. Sie werden zwar den Prozess gegen die Projektpartner verlieren, weil die Sprechklausel keine Zahlklausel ist, aber Sie müssen auch nicht selber 7 Milliarden Euro an die Projektpartner bezahlen. Die Sprechklausel schafft eine neue Flexibilität für alle Seiten. Und das ist interessant. Das heißt, Stuttgart 21 muss neu ausgerichtet werden. Der Umstieg 21 hat jetzt eine echte Chance. Und damit muss die Politik auch intensiv umgehen. Wir sagen, darüber muss im Monat April eine Gesprächsoffensive stattfinden. Alle müssen signalisieren, wir wollen keine Bauruine im Raum Stuttgart, sondern wir wollen die Lösung, die eine kostensparende, klimaschützende, ökologisch sinnvolle Neuausrichtung des Projekts ermöglicht. Das wäre wirklich eine echte Chance und alle Seiten könnten damit leben. Das heißt, Land und Stadt würden sehr wohl nochmal mit der Bahn ins Gespräch kommen müssen. Die Bahn müsste sagen, wie man die Lösung schaffen kann. Wir sagen natürlich, die Modernisierung des Kopfbahnhofs durch Verbesserung der Zuläufe zu Stuttgart würde das, was die Große Koalition selber versprochen hat, bis 2030 soll ja eine Verdoppelung der Personenzahl zur Personenbeförderung auf der Schiene erreichbar sein.
Das würde durch die Modernisierung des Kopfbahnhofs erreicht werden. Statt 32 Züge in der Spitzenstunde durch den achtgleisigen Tief-Schief-Haltebahn Durchgangshaltestelle würde eine Modernisierung des Kopfbahnhofs mit den Zulaufstrecken auf 50 Züge in der Spitzenstunde problemlos kommen. Damit würden wir das Versprechen der Rosenkoalition zur Optimierung der Stärkung der Schiene würden wir realisierbar machen. Wir würden den Klimaschutz gewaltig verbessern und das wäre wirklich auch im Sinne der Fridays for Future. Wir wären der politische Arm der jüngeren Generation und würden sagen, schaut her, wir tun alles, um das umzusetzen. Und wir würden im Interesse der Bahn und des Schienenverkehrs würden wir vermeiden, dass die Tunnel zu einer Todesfalle werden. Das darf nicht sein. Das verbietet die Wertordnung des Grundgesetzes und wir würden auch mit Anhydrit zurechtkommen. Wir würden die Störfälle meistern, die würden unnötig werden und wir würden hier eine optimale Lösung hinbekommen. Dafür wollen wir kämpfen und dafür wollen wir uns einsetzen gegenüber auf allen Seiten. Danke für eure Anwesenheit. Ihr macht das Beste und wir mit euch. Ja. Wir wollen oben bleiben, oben bleiben, bis ins Kanzleramt, oben bleiben. Umstieg jetzt, Umstieg jetzt, Umstieg jetzt, Umstieg jetzt, Umstieg jetzt, Umstieg jetzt.